Hallo, liebe Gemeinde, ein neuer Monat, neues Glück, ein neues Rockart ist da, mit DVD wieder. So sieht's im Kiosk aus. Wenn man die DVD hier abknibbelt, dann kommt noch ein bisschen mehr Lemmy zum Vorschein. Ja, und wie ihr das so gewohnt seid, blättern wir mal zusammen durch. Es ist natürlich der Monat mit der großen Weihnachtsverlosung, unser Weihnachtsheft, also offiziell die Januarausgabe 2012. Oh, wir gehen in unseren 30. Jahrgang, sehe ich. Da kommt ja schon wieder ein Jubiläum. Naja, gut, das ist jetzt ein bisschen zu früh, aber unser Weihnachtsheft, das Januarheft, das eben etwas früher als gewohnt kommt, enthält die große Weihnachtsverlosung. Was da genau verlost wird, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil das Frank Albrecht alles in letzter Minute zusammengesammelt hat unter seinem Schreibtisch. Da standen Kisten und Kisten rum. In einigen war Pommes drin, in anderen Pizzas, in manchen aber auch Platten und T-Shirts und ja, ich hoffe auch das ein oder andere Instrument. Und Frank hat dann an uns vorbei diese ganze Liste zu Fritz, unserem Layouter, geschleppt, damit wir die Gewinne nicht vorher wegklauen. Und das wird dann halt in Päckchen verpackt. Ich glaube, immer mehrere Gewinne zusammen und die bekommen dann die Poll-Einsender. Aber das kennt ihr ja, das ist ja nichts Neues. Brauche ich mich auch nicht mit aufhalten. Accept ist wieder Nummer 1 in den Lesercharts, wieder zurück auf 1 gehüpft, nachdem wir letzten Monat Machine Head auf 1 waren. Auf 2 ist Iced Earth. Oh, ganz hoher Sprung. Es gibt eine Titelstory mit Lemmy und Mickey diesmal. Wir haben beide interviewt. Jan Jedecke war diesmal derjenige, der zur Band durfte. Ja, Lemmy hat das einzige Printpresse-Interview mit der Musikpresse mit uns gemacht, was uns natürlich freut. Sonst hat er, glaube ich, nur Harald Schmidt und Tageszeitungen und so weiter bedient. Ja, ist natürlich wie immer sehr lesenswert, aber das kennt man ja von Lemmy nicht anders. Ich meine, egal wozu man ihn fragt, er hat halt immer was zu sagen und sein Humor ist halt einzigartig. Ebenso wie der Humor von Herrn Schenker, das wissen wir ja auch, ne? Rudolf ist auch immer für viele lustige Quotes zuständig. Diesmal von Björn Thorsten Jaschinski interviewt. Steel Panther sind im Heft. Von Conny, dann halt die Weihnachtsverlosung, da will ich jetzt nichts vorwegnehmen, müsst euch selber angucken. Ronny, der jetzt gerade nervös wackelnd die Kamera hält, war bei Devin Townsend in London, glaube ich. Ne? Ronny London war das, 4 Shows mit Devin an 4 verschiedenen Abenden, habe ich das richtig gesagt? Muss also super gewesen sein und ja gut, okay, Devin Townsend hat natürlich hier beim Rockhard viele Freunde. Thunderboist, High Spirits, Mystic Prophecy, Korn. Wie kommt Korn ins Heft? Wird die reingelassen? Ronny Bittner hat Korn ins Heft gelassen. Na gut, okay, wir sind da tolerant. Mortal Sin, Venom, von ihrem alten Legionär Zompf Kupfer interviewt. Zompf lief jahrelang mit Venom-Kutte durch die Gegend und ist eigentlich nur deswegen beim Rockhard, weil er diese Venom-Kutte trug. Wir haben nämlich früher in grauer Vorzeit, das ist jetzt lange verjährt, deswegen darf man sagen, wir haben Bootlegs verkauft früher. Und jeder, der eine Venom-Kutte trug, wurde bei einem ganz bestimmten Konzert mal angesprochen und dem wurde ein Venom-Bootleg unter die Nase gehalten. Der erste Venom-Bootleg, den es damals gab, live in Zwolle, Doppel-LP. Und Zompf Kupfer sollte eins dieser Teile kaufen. Hat er zwar nicht gemacht, aber er hat sich so witzig daraus geredet, dass er irgendwie dann beim Rockhard gelandet ist. Und naja, seitdem schleppen wir ihn halt mit durch. Jetzt ist er immer noch da. Wenn ein Bootleg hin oder her. Ja, die DVD, da könnte man vielleicht auch ein paar Worte zu sagen. Als Titelthema haben wir Alice Cooper gewählt, weil er nicht so oft interviewt wird und auch ein interessanter Typ ist, denke ich mal. Also ne, kein 0815 Interviewpartner. Bobby und Gerre sind 5 Jahre alt geworden mit der DVD, also machen seit 5 Jahren diesen Quatsch und gucken so ein bisschen zurück und ja, unterhalten sich in witziger Weise darüber, was passiert ist in 5 Jahren. Die Devin Townsend-Kolumne ist wie immer lustig. Wir haben ein History-Interview mit Blind Guardian vom Buffo geführt, das auch witzig ist. Machine Head sind dabei, The Devil's Blood, Nightwish, Armored Saint, Vomitory, Orchid. Ja, Orchid, die Doom-Band der Stunde, für alle, die es noch nicht wissen. Also wer auf richtigen, echten Doom-Metal steht, traditionellen Doom-Metal ohne irgendwelches Stoner-Gedöns dabei und so weiter, unbedingt sofort Orchid holen. Ja, oder auch Antichrist hören. Ist zwar kein Doom, aber ist auch eine total geile Band. Ist also unter den neuen Thrash-Bands vielleicht die mit dem meisten Schuss traditionellen Metal drin. Also sehr viel Merciful Fate auch im Sound.
Und die sind schon einen Tick besser als die meisten anderen Thrash-Bands, die momentan wie Pilze aus dem Boden geschossen kommen. Wobei es natürlich viele gute neue Thrash-Bands gibt. Also ich will das jetzt alles nicht schlecht reden. Aber Antichrist gehören zusammen mit, ja, vielleicht Cruel Force zu den Highlights in der Szene momentan. Nickelback, Dougie White, Morning Caress, Bush, As I Lay Dying, Blind Guardian und so weiter und so weiter. Ich will euch hier nicht das ganze Heft vorlesen. Es gibt noch 13 Seiten Tone Zone Special für alle, die selber Musik machen. Waren Himmelstein, Holger, Michael und so weiter unterwegs und haben sich ein paar Musiker zur Brust genommen. Das quasi als Special im Heft. Ja, und Moment, wir könnten noch mal eben gucken, wer Platte des Monats geworden ist. Das interessiert ja auch immer ein paar Leute. Platte des Monats ist diesmal Crux, die inoffizielle Nachfolgeband von Candlemass, von Live Edling, haben auch schon ihr drittes Album veröffentlicht. Ist mehr Heavy Metal als Doom, hat aber viele Doom-Einflüsse dabei und Candlemass-Fans müssten das eigentlich gut finden, aber darüber hinaus auch normale Metal-Fans. Ja, Crux ist die Platte des Monats geworden, gefolgt von Cage und Steel Wing. Zwei gute Power-Metal-Scheiben im wahrsten Sinne des Wortes. Power-Metal nicht zu verwechseln mit dem Gedudel, was von anderen Bands kommt und so bezeichnet wird. Also echter Power-Metal, so wie es früher mal war. So wie Sabotage oder Armored Saint oder Metal Church oder King Diamond oder Overkill. Ja, also echter Power Metal. So, das war's für dieses Mal. Also viel Spaß damit. Lasst uns wie immer bitte wissen, ob euch die DVD gefällt oder ob euch irgendwas anderes gefällt oder auch nicht gefällt. Und wir sehen uns vermutlich in einem Monat wieder. Ich sage schon mal schöne Weihnachten und guten Rutsch. Alles Gute für euch. Wenn wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen oder irgendwo sprechen, dann sehen wir uns auf jeden Fall 2012. Tschüss.